Hi, heute geht's wieder mal in die Arena. Und zwar werde ich wieder den Mage nehmen. You asked for it. Arbeite immer noch in meiner Liste. Rangordnung der Karten zu machen ist zwar leichter, allerdings denen ein Rating zu weisen und eine Mana-Kurve mit einzubeziehen ist ein bisschen schwieriger. Da brauche ich nicht noch schon Defender auf Argos, ist ganz klar. Da haben wir drei solide Zweier-Drops. Ja, von Brewmaster, Bluegill Warrior oder Direwolf Alpha. Da würde ich sogar nachschauen, wie ich mir die geordnet habe. Direwolf Alpha ist da. Yawful Brewmaster ist noch weiter vorne. Okay. Bluegill Warrior hat der Removal. Der Direwolf Alpha und der Yawful Brewmaster sind einfach bessere Zwarer-Drops. Der Yawful Brewmaster hat gegebenenfalls nur ganz gute Effekte. Da ist das Stormwind Champion noch vor den anderen beiden. Fireball ist ganz klar. Top-Karte. Mana Würm, Wolf Rider und Nomish Inventor, das ist glaube ich auch ganz klar der Mana Würm vorne, ja. Mana Würm ist so eine Sache, mit wenig Spells ist er nämlich nicht sonderlich gut. Water Elemental ist dafür top. Sorcerer's Apprentice ist vor den anderen. Das dürfte glaube ich nur mal ein Mana Würm sein. Shattered Sun Cleric habe ich sogar drüber geratet. Na gut, dann nehme ich mal den Shattered Sun Cleric. Ich werde nur sehen, ob das ein Problem war oder nicht. Allerdings kriegt der Mana Würm in meiner Wertung ein bisschen einen Bonus, wenn ich Spells hätte. Aber ich habe bis jetzt nur einen Fireball und sonst nichts. Der Gurubashi ist auch recht toll beim Mage, weil man selbst aktivieren kann. Der Faceless Manipulator ist ziemlich super, ja. Das ist ein Battle von nicht so guten Karten. Ich glaube, ich habe die Arcane Missiles vorne. Priestess of Elune, Archmage und Elven Archer, das wird der Archmage. Der Gurubashi Berserker ist wieder recht cool. Der Wild Pyromancer wird das Rennen machen, schätze ich mal. Ja. Frostbolt Polymorph und Fairy Dragon. Das wird leider nicht der Fairy Dragon werden, sondern eher Frostbolt oder Polymorph. Und ich hab den Frostbolt sogar über dem Polymorph. Na gut, dann werde ich es mal machen. Ich möchte es ja testen. Ich habe ja Gründe gehabt, warum ich diese ordne. So, Iron Beak Owl oder War Golem. Ich glaube, das ist die Iron Beak Owl vorne. Con of Cold. Den finde ich gar nicht so schlecht. Dient öfter als Mass Removal, als man sich denkt. Zumal dann der Gegner meist eh gegen einen Mage nicht unbedingt mehr Minions draußen hat als wie drei, weil er einen Flamestrike fürchtet. Zu Recht. Das wird glaube ich der Sorcerer's Apprentice sein. Ziemlich klar. Pyroblast ist besser als die beiden anderen. Boulderfist Ogre ist ganz klar stärker als die anderen beiden. Harvest Golem ist auch super gut. Noch ein Harvest Golem. Sehr gut für die Kurve, Zagrad.
wie viel Removal habe ich in zur Zeit? Eine Kurve passt ja sehr gut, ich habe wieder deutlich besser. Von der Mana-Kurve her passt es gut, ich glaube, den Blue-Green Ball kann man sparen. Spellbreaker Harvest Golem. Ich habe einen Harvest Golem drüber. Ja, dann nehme ich nochmal einen Harvest Golem. Schauen wir mal, ob der Spellbreaker abgehen wird oder nicht. Das war der Fairy Dragon. Und noch eine Epic. Das ist allerdings schwieriger. Ich glaube. Also geordnet hätte es so, dass der Southsea-Captain rüber ist. Also ein Eisblock und ein Doomsayer. Der Eisblock ist halt dann recht gut, wo man wirklich ein Deck hat, das auch auf dem Eisblock drauf anspielt. Aber das habe ich nicht. Deswegen nehme ich den Southsea-Captain, weil der zumindest 3-3 für 3 ist. Water Elemental ist super. Bloodfang Raptor oder... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Kartenzieher sein wird. Und Nomish Inventor, ja. Noch ein Defender für Argus. Okay. Ja, bei der Mana-Kurve kann man auch recht zufrieden sein. Removal ist ziemlich dünn gesät. Ein Flamestrike, ein Fireball, ein Count of Cold, ein Frostbolt und eine Arcane Missile. Ich habe einen Silence. Den zweiten Silence habe ich nicht genommen wegen einem Harvest Golem. Ansonsten, Late Game schaut ganz gut aus. Diamond Champion, Boulderfist, Ogre, Archmage, 3 Gurubashis, Faceless Manipulator, 2 Water Elementals, das ist alles sehr gut. Auch 3 Harvest Golems ist top. Ich glaube, das Deck schaut ziemlich gut aus. Ich glaube, mit dem können wir recht weit. Kurz. 1, 2, 3, 4, 5 Minions habe ich, die ich gern im zweiten Zug spüren möchte. Und dann Mana-Würm. Also 6 Minions, die ich eigentlich gern ziehen möchte in die Starter. Auch der Harvest Golem ist natürlich super. Okay. Nur zu wissen, für die Starter. Zurück auf die Hand geben habe ich nicht so viel. Ich habe einen Gnomish Inventor und ich habe generell nicht die Card Draw, das ist ein bisschen ein Problem. Ich habe zweimal einen Kultmaster auslassen und ich habe nur einen Gnomish Inventor. Jaina versus Uther! I will fight with honor. You asked for it. Das schaut gut aus, die Iron Blue Gold brauche ich nicht. Job's done. Ich glaube, der könnte vielleicht noch recht brauchbar sein gegen einen Paladin. Deswegen behalte man erstmal nur auf. Ready to ride. Okay. Das war nicht unbedingt der stärkste Tausch. Southsea Captain oder Harvest Golem. Ich
werde den Harvest Golem nehmen. Hätte das ein Coin, wo hätte man den South Sea Captain genommen? Weil ich den South Sea Captain gegebenenfalls vielleicht schon einen Zug 3 Yeti killen kann, wenn ich nur die Arcane Missiles oder einen Fire Blast verwenden kann. Wird. Reporting for duty. Bei dem Paladin tut sie noch nicht so viel. Kann sein, dass er relativ viel Late-Game-Karten hat. It's time for a little blood. Also mit der Waffe kann er zwar den Harvest Golem abräumen, aber dafür, dass er 6 Damage gefangen. Okay. Doch nicht so die teuren Karten. Na gut, hier gerade so. I'll put it on your head. Was kann das sein? Kommt er wieder? Nein. Sacrifice. Scurvy. Der wäre jetzt ohnehin an der Waffe gestorben. Ja, war er nicht, weil er ihn eingefroren hätte. Reporting for duty. Ich hätte es zwar mit dem machen können, aber Consecration ist halt unangenehmer, wenn ich mehr Minions auf weniger als 3 Hitpoints habe. Storming Champion wäre zwar jetzt möglich, dann würde ich sogar 12 Schaden machen. Das ist da wirklich Equality. Consecration oder Equality, weil Pyromancer haben, dann spürt es lieber nichts. Das schaut jetzt eigentlich schon ziemlich gut aus. Und ich glaube, das war's danach. Sei dann halt noch ein Taunt. Behold!
Also ich nehme jetzt den Mage, weil ich nur das an der Pickliste arbeiten möchte. Das hat jetzt nicht unbedingt den Grund, dass der Mage, finde ich, zurzeit ziemlich stark ist in der Arena, weil einfach so viele gute Karten in den Kammerslot sind. Also Flamestrike, Fireball, Frostbolt und Pyro und Water Elemental sind halt fünf unglaublich starke Karten, die den Kammerslot sind beim Mage. Den halt sehr stark machen in der Arena. Die brauche ich nicht. Auch nicht. Er ist ein Schamane. Schauen wir mal, ob wir dann vielleicht ein bisschen schneller werden. Coin haben wir auch, das gefällt mir gut. Erste Runde Manuan, zweite Runde Coin, Harvest Golem, dritte Runde Harvest Golem. Sehr mächtig. Das wird wahrscheinlich ziemlich unangenehm für ihn. Harvest Golem, Shattered Sun Cleric kommt noch von mir. Dann noch Kohobashi. Ich könnte ihn pingen, das mache ich jetzt aber lieber so. Ich kann mehr Druck legen. Fork Lightning wäre unangenehm. Also für den haben wir jetzt zwar ziemlich geöffnet, ich habe aber dann immer noch einen Harvest Golem liegen. For the Crusade! Also das ist natürlich super. Lässt das Ganze ein bisschen einfacher. Dass er für mich pingen und opfern muss. Das ist natürlich, ja, mit pingen und opfern hätte er nur mehr 2 Mana übrig gehabt, aber so ist es natürlich super optimal. Mind if I roll need? For the Crusade! Ach, das ist ziemlich gut. Um das zu clearen, hätte es uns mehr als ein Minion braucht. Are you ready for this? Wenn ich den wegping, den 3-1er, und ihn angreife, geht er auf 9 runter. What to do? What to do? Ich glaube, das ist gut genug. Dass wir den jetzt nicht kümmern brauchen. Da braucht er nämlich mal einen Fireball und einen Minion dafür. Selbst wenn er jetzt an Lightning Storm gut gepowert spielt, überlebt er mit 2-1. Ich kann pingen und einen Fireball schon sehen. Das war's. Hätte er den gepinnt, hätte er einen Minion weniger. So, auf jeden Fall.
das war die Runde 2. Den Defender of Argus behalten wir jetzt gar nicht, möchte lieber eine schöne Kurve haben. Das Burn beim Hunter in der Arena ist jetzt nicht so tragisch. Man kann in der Arena gegen einen Hunter einfach noch recht viel Beasts erwarten. Frostbolt schon. Frostbolt. Ja. Da werden wir einmal anpingen. Kann er sich selbst entscheiden, ob er da rein opfert oder ob er einfach am Ping sterben soll. Screw you. Wenn jetzt ein Sorcerer's Apprentice spüre und den unping, dann wird er wieder traden. What to do? Verschwinden. Na, ich werde jetzt einmal noch anpingen, nämlich dann Kartenvorteil rausholen gegen ihn. Ihr habt da noch einen Con of Cold, den ich auch mit einem Wild Pyromancer spielen kann. Also ich kann da zwei Schaden auf alles machen, ich bin nicht weiß. For weil Pyro wäre der zwar schon gleich tot gewesen, dann habe ich nur einen 3-2er. Eine 0. 3-2er. Also der
Kartenvorteil war noch nicht vorhanden. Es hätte jetzt auch nicht unbedingt der Explosive Shot sein können, es hätte einfach nur Multishot sein können. Das war jetzt eigentlich alles nicht so schlau. Weil Pyromancer wäre eigentlich gescheiter gewesen. Are you ready for this? Also kriegt alles ganz gut weg. Auch noch mit der Markierung. Einmal wieder den Stomach Chuck auch so gut weggekriegt. Behold the might of Stormwind! Do you like to play with fire? Ich hätte die Iron Big Owl spielen können. Hätte man den Vorteil gebracht, dass er ein Spell Damage weniger hat. Allerdings ist er dann nur 3-2er und 4-3er kann man mehr am Kopf stellen. Also 3-2er. Na, gute Antwort noch alles gut. Ich bin jetzt leider schon so low, jetzt darf man leider nichts und das übrig als das so zu spielen. Abgesehen davon wären ja andere Optionen auch nicht optimal gewesen. Man hat leider immer nur so viele Karten auf der Hand, also wird wahrscheinlich auch darauf nur eine Antwort haben. I wonder. Join or die. Also auch wenn es ja nicht mehr so schlecht ist. Das Dingo! Yes! Jetzt hat er mich. Jetzt kann er mich schon auf 4 runterbringen, dann braucht er wirklich nicht mehr viel. Da hat er sehr gute Karten, oder? Und das war's dann wohl. Okay, dann sind wir jetzt bei ...2-2-1. Der hatte einfach sehr gute Antworten auf alles von mir und konnte ein paar Mal auch ganz gute 2-2-1-Tausche machen. Hm.
habe irgendwo, glaube ich, beim Picken einen zweiten Gnomish Inventor gehabt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich richtig gepickt habe. Ich glaube, da hätte es auch in der Picklist vielleicht anders gehabt. So, ich hoffe, das war kein Loss. Aber ich glaube nicht. Hohoho, it's good to see you again. Jaina versus Uther. I will fight with honor. You asked for it. Fessel Manipulator brauche ich nicht. Der Rest schaut sehr gut aus. Ein Mana Würm wäre noch toll. Damit die nächste Runde ein Fairy Dragon oder ein Sorcerer's Apprentice spielen kann. Sonst müsste ich nämlich zwei Schaden fressen und nächste Runde meinen Zug für einen Fireblast aufwenden. Also der Sorcerer's Apprentice, er hat eh nicht wirklich Spells, mit denen man killen kann. Abgesehen davon, sollte man jetzt nicht angreifen, kann ich Fairy Dragon und Frostbolt spielen. Blessing of Kings hat jetzt auf jeden Fall schon Auszeit. Fairy Dragon und dann Frostbolt habe ich dafür gebraucht. Okay. Vier Mana-Karte hat er gezogen. Er wird wahrscheinlich sonst nichts für 4 oder 5 gehabt haben. Bin ich gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich starte mal mit einem Water Elemental. Kann ich nicht sein, dass ich vielleicht einen True Silver Champion oder sowas zocken hat, dann kann ich ihn wenigstens freezen. Auch wenn die Karte auch relativ praktisch wäre vom Gnomish Inventor. Reporting for duty. Your magic shall not save me. Karte. Tausch. So, jetzt haben wir einen ganz guten Kartenvorsprung gerade. Zwei Karten an Bord und 6 in der Hand. Ja, 6 in der Hand. Jetzt habe ich leider nicht geschaut, welche Karten das war. Es kann nämlich sein, dass er die Karten, die er zuerst gezogen hat, für 4 Mana als Spellbreaker war, oder es kann sein, dass er noch was anderes für 4 Mana hat. Sorcerer's Apprentice. Fireball für 3.
Wenn Defender auf Argus hätte ihn halt auch killen können, hätte mir allerdings einfach meine Minions kostet. Iron Big All wäre auch gegangen gegen einen Taunt, aber dann hätte er immer noch einen 3-6er, der eigentlich nicht cool ist für mich. Reporting for duty. Okay, nachdem ich dann einen Pyro in der Hand habe, möchte ich da jetzt, glaube ich, einfach nur Speed machen. Ich werde den da freezen. Mit dem Defender of Argus bringe ich den nur aus der Concentration Range. Noch aus dem Zwerg extra. Sollte da jetzt nicht irgendwas Gutes legen können. Kann ich mir einen Pyro killen. Gegen einen Taunt hätte immer nur Iron Big Old Giants. Okay, schaut aber aus, wie wenn es gewesen wäre. Oder doch nicht. Na, ich glaube, das war's schon. Ne, auf jeden Fall war jetzt wichtig, dass ich nicht mit Sorcerer's Apprentice angreife. Hey, weil sonst wird der Pyro 10 Mana kosten, falls das ein 2-1 gewesen wäre. Okay. Da wären zwei Eagle Giants gewesen, aber das bin ich so gut gemacht. Es gibt mit einem Karakol. Karakol ist super. Jaina versus Uther. I will fight with honor. You asked for it. A Water Elemental werde ich mal fighten gegen einen Paladin. Ist nämlich wirklich toll gegen Crucible Champions. Mana beim Frostbolt ist auch super. Bring me steel. Der ist jetzt nicht unbedingt zu mächtig, aber wir werden trotzdem Frostbolten. Ich möchte das nächste Runde als freies fürs Water Elemental. Das Water Elemental nämlich gern schon liegen, bevor ein Crucible Champion gespielt wird. Okay. Do you like to play with fire? Ah, Harvest Golem wäre jetzt eigentlich gescheiter gewesen mit der Wild Pyromancer. Das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen vergeigt. Also das
war jetzt eigentlich ziemlich blöd von mir. Solche Fehler schauen dann zwar relativ unscheinbar aus, aber können doch recht spielentscheidend sein. Man kann zum Beispiel in Consecration beide killen und wenn das Water Elemental ist, dass er killt, damit er wieder Waffen spielen kann. Der Harvest Golem hätte es jetzt einfach überlebt. Don't mess with Tusker! So, jetzt bin ich mal gespannt, was da dahinter steckt. Okay. Es kommt nicht wieder und er ist nicht dazwischen gesprungen. Das Ei vor einem Ei. Was könnte es sonst noch sein? Ei vor einem Ei. Von einem Minion ins Spiel kommt, dass er auf 1 reduziert ist, weiß es auch nicht. Okay, das war jetzt eh ein bisschen gefährlich von mir. Dann wird es wahrscheinlich der Alpha reißen. Ich möchte da gerne Defender of Argus spielen, weil damit kann ich den recht gut ausschalten. Und dazu möchte ich den Harvest spielen. My seal for Argus. Weil für den hier reicht es. Den kann ich so gut spielen. Ich hoffe nur, dass er keine Equality hat. Das wäre ziemlich unangenehm. Jetzt zu machen 8, 11, 14, 20, das reicht noch nicht. Wanna blow something up? Okay. Jetzt kann ich noch auf 14 werfen, 20, 26. Ich glaube, Ei für ein Ei. Kriegt er trotzdem den Schaden. Ja. Gut. Das war der beste Map-Bomber überhaupt. Das hat um einiges beschleunigt. Okay, das war ein ziemliches Pech, dass er da genau den zweimal trifft. Gina versus Gina!
asked for it. My magic will tear you apart. Der Iron Big Hole braucht man im Nate. Braucht man. Okay. Aber der schaut ganz gut aus. Da werde ich abwarten. Sonst spiele ich den ja auch für Brewmaster. Er pingt, er macht zweite Runde nichts. Er pingt, dann geht der Shepard Sun und Larry Claire aus. Wirklich zufrieden. Ich bin nämlich jetzt leider gerade ein bisschen ins Reagieren reingekommen. Das freut mich nicht so. Okay, den kann ich pingen, das ist gut. Komm und schieß auf mich. With me, friend. Dann kann ich doch nicht pingen. Screw you. Ja, passt. Ja, aber jetzt schaut es dann recht gut aus mit dem Guru Bashi, weil sie ja keinen Bolder Fist Ogre noch. Ready, sir. Ja. Da werde ich den aus dem Weg räumen. Und zwar nicht den, auch wenn er dafür durch zwei Hitpoints hat. Und zwar, weil er sonst den Gurubashi mit denen beiden tauschen könnte. So braucht er auch wieder einen Ping dazu. Und der überlebt es allerdings. Kann er das eine oder das andere pingen? Schauen wir mal, ob er noch was extra hat für Gorobashi. Ja, da ist er. Okay. Dann kommt mein Boulderfist. Man, wenn er jetzt natürlich auch einen Pyro in der Hand hat, dann schaut's. Ja, dann schaut's jetzt toll aus. Das muss ich dann aufräumen. Sollte das ein Mirror Entity sein, dann wäre es mir am liebsten, er wird die Iron Beak Owl. I wonder. Ja, ich werde das jetzt so also machen. Es wäre ziemlich echt gefährlich, wenn er was kriegen wird, was ich nicht. Okay. Es ist keine Mirror Entity. Dann geht's weiter mit Gurubashi. Macht am meisten Druck. Und das muss jetzt schnell gehen. Let the
Dann ist es möglicherweise ein Vaporization. Cleanse the Sunwell. So, das eröffnet wir jetzt zwar ein halbwegs in Ordnung Flamestrike. Aber sonst nichts. Also ich glaube immer nur, dass da Vaporization drin ist. Con of Cold. Ich möchte nicht auf 10 runtergehen. Also wenn ich es vermeiden kann, auf 10 runterzugehen, wäre es mir recht. Er hat leider nur so viel, dass ich nicht wirklich nuken kann. Okay, er geht eh schon auf. Push forward. Are you ready for this? Mal schauen wir mal, ob er mir jetzt killen kann. Ansonsten 6, 15, 17, 21 Schaden hätte ich. The Frost Wolf stands ready. Ich glaube, der schaut recht gut aus. 6, 9, 4 von hier. Puh, das war knapp. Also mit dem Feuerball auf mich habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt. Malfurion. I must protect the one. You asked for it. Druide, ja, gut. 6 oder 7 Karten halte man natürlich nicht auf. Mana Wurm, Sorcerer, Coin, Nomisch, Dokias. The light protects me. It's time for a little blood. Das ist nicht gar so schön. What to do? What to do? Die Coin werde ich anrufen. Das ist leider jetzt nicht wirklich toll.
ich möchte nicht, dass er die beiden cleart und dann einen 5-2er liegen hat. Deswegen gebe ich ihm da jetzt nur den Mana, wir haben nur plus 2, plus 1, damit der zumindest auf 1 runtergehen würde, egal ob er sie da oder da. Ja, okay. Wenn er sich im Mana wie im Hochbuffen würde, dass er dann zumindest noch mehr Hitpoints hat. Aber den kann er jetzt leider da auch noch killen. Drink with me, friend. Okay. Blöde ist, der Gnomish Inventor ja, hat enraged den 2-3er auch wieder. Also. It's time for a little blood. Pass me that Park Lights banner! Job's done. I've got a heat! Okay. Ja, es schaut so aus, wenn er so viele Minions hat, dass er auf jeden Fall zum Flamestrike kommen muss. Bis dahin schaue ich einfach nur, dass ich möglichst wenig Hitpoints verliere. Drink with me, friend. Das macht er leider recht gut. Oh, hier ist noch Ausdruck. Der Flame Strike steht noch. Sollte er doch nicht so viel legen, habe ich einen Gorobashi und einen Ping für den. So, ich hoffe, er glaubt jetzt, dass ich keinen Flamestrike habe. Behold the might of Stormwind! My shield for Argon! For the Alliance! Dann kann er leider teuer killen, ne? Für 7 Hitpoints. Ja.
Es geht sie leider nicht wirklich schön aus, da. Nur mit Pyro könnte den killen. Dann habe ich aber zu wenig Mana für irgendwas anderes. Ich könnte einen Pyromancer und einen Flamestrike spielen. Ich kann aber einfach einen Flamestrike und den pingen. Allerdings bleibt für mir ohnehin für uns übrig. Ja, jetzt bin ich leider unglaublich low und viel Points. Ein Swipe reicht jetzt schon. Are you ready for this? Ich glaube, das war's. Ich kann den Pyron, dann reicht es schon aus, um mich zu killen. Und ich kann ihn so lange nicht killen. Vielleicht weiß ich, dass er mich killen kann, aber ich glaube fast nicht. Okay. So, 5-2. Und da werde ich jetzt auch einen Break machen. Ich hoffe, ich kann euch morgen den zweiten Teil geben. Mal gucken. Also dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.